Weihnachtsgeschichte, die ich ausgesucht habe, stammt dieses Jahr aus dem Elsass, nachdem in den letzten beiden Jahren kleine Buben im Zentrum gestanden sind, ist es heute ein kleines Mädchen und zwei Tannenbäume. Die Tannen der heiligen Aurelia. Am heiligen Abend ging ein armes Kind vor die Tür, von Tür zu Tür und klopfte und sagte: Wollt ihr meine zwei Tannen kaufen? Ihr könnt goldene Kugeln und Papiersterne dranhängen, und eure Kinder werden ihre Freude dran haben. Aber in jedem Haus hieß es: Es ist zu spät, die Weihnachtsbäume sind schon längst gekauft. Komm nächstes Jahr wieder. Das Kind war verzweifelt, denn es gab kein Brot daheim. Nach vielen Bitten und ebenso vielen ausweichenden oder harten Antworten kam es zum Haus von Eidel, dem Gärtner. Hat man sowas schon gesehen? Dass man demjenigen Tannen verkaufen möchte, dessen Aufgabe es ist, sie anzupflanzen? Das arme, unschuldige Kind klopfte. Und Eidel rief von drinnen: Wer klopft zu dieser Stunde? Das Kind wagte nicht zu antworten. Wer klopft an meine Tür, wo ich meine Ruhe haben will? Sagte Eidel. Und seine Stiefel knallten auf den Boden. Er öffnete die Türe und die bescheidene kleine Bittstellerin sah einen riesengroßen, glänzenden Baum im Wohnzimmer leuchten, der mit Reichtümern überladen war und sein Licht bis auf die Straße warf. Drei Kinder saßen um ein Feuer herum und betrachteten die Weihnachtsente, die da in ihrem Saft schwamm. Was willst du, Kleine? Du bist wohl ein Grünschnabel mit deinen zwei verkümmerten Tännchen. Das Kind wurde traurig und schwieg, denn es verstand, dass seine letzte Hoffnung dahingeschwunden war. Die Kälte kommt herein, sagte der Gärtner. Sag, was du zu sagen hast, oder ich schlag dir die Tür vor der Nase zu. Er hatte einen schroffen Ton, war aber eigentlich ein guter Mann. Er betrachtete die Kleine im Alter seiner Kinder, die da mit nackten Füßen im Schnee stand und nicht wagte aufzuschauen. Und er dachte, dass vielleicht die Seinen nach seinem Tode des Abends im Schnee stehen und bei anderen betteln müssten. Mit leiser Stimme sagte er: Was willst du? Ich gebe dir ja, was ich kann. Ich will doch nur meine zwei Weihnachtsbäume verkaufen, aber der eure ist viel schöner. Macht nichts, sagte Eidel. Komm, gib sie mir. Er holte ein Goldstück aus der Schublade und die arme Kleine traute ihren Augen kaum und glaubte, er wolle sich über sie lustig machen. Die Kinder gaben ihr ein Stück von der Ente ab, die Mutter reichte ihr eine Schüssel mit heißer Suppe und selbst der Hund war freundlich und leckte ihr die von der Kälte geröteten Hände und Füße warm. Da freute sich das Kind, dankte und kehrte frohgemut heim. Eidel warf die zwei Tannen in eine Ecke und setzte sich an den Tisch. Das Essen war vortrefflich, die Ente zart, der Wein mundete. Und dann ging die Familie zu Bett. Am anderen Morgen, es war der Weihnachtstag, kehrte Frau Eidel das Haus, putzte alles und stellte die zwei Tannen auf die Straße. Die Kinder, die im Schnee spielten, während sie auf die Stunde des Kirchganges warteten, nahmen die zwei Stämmchen, ahmten ihren Vater nach und pflanzten sie hinter der Kirche, die der heiligen Aurelia geweiht war, in den Boden. Die Glocken läuteten. Die Leute nahmen in der Kirche Platz. Eidel saß in seinem schönsten Mantel in der vordersten Reihe und dankte Gott für seine Familie. Als die Messe gelesen war und die Kirche sich leerte, schrien die Leute auf dem Vorplatz verwundert auf.
Zwei Tannen reckten sich hoch wie der Kirchturm in die Wolken. Eine Taube erhob sich aus einem Kirchenfenster, flog auf jede Tanne, schlug dreimal mit den Flügeln und dann kehrte sie ins Kirchfenster zurück. Wenn ihr im Verlauf von der Adventszeit hier auf den Hof kommt, schaut mal auf zum Baum, ob gerade vielleicht eine Taube rüberfliegt, dreimal mit den Flügeln euch winkt und wieder zurückfliegt. Und denkt an heute Abend.